Hallo Freunde, ja, da bin ich wieder und ihr seid auch wieder dabei bei Rayman Origins, die 14. Folge und wir haben jetzt den dritten Endboss besiegt, sag ich mal, und wollten jetzt mal hier schauen, was das hier für ein Zahnlevel ist, wo wir wieder einen Zahn für unseren, oder so einen Rubin für unseren Kollegen einsammeln können. Ein paar haben wir ja jetzt schon. Oh Gott, oh Gott. Oh Feier. Ja, das sieht nicht so gut aus. Das probiere ich jetzt aber auch nicht. Das, Moment, ich muss mal kurz zurück. Ja, das war jetzt daneben. Hier kann man ja leider irgendwie keine Pause machen. Zumindest nicht am Controller. Das sieht jetzt ein bisschen schwieriger aus, muss ich ehrlich sagen. Diese blöden Stacheln. Oh Mann. Probieren wir jetzt mal hier ein paar Mal aus und dann machen wir auch gleich wieder weiter mit den normalen Levels. Oh. Ich will bloß mal sehen hier, was es hier genau ist. Mein Gott. Ein Treffer und wir sind tot, ey. Schon übel. Oh. Nein. Müssen noch vielleicht ein bisschen warten, bis die Plattform ein bisschen weiter runter geht vielleicht. Oh, Globox, mach keinen Mist. Ja. Oh Freunde, ey. Das schafft man doch niemals. Ja. Kaum springt man ein bisschen zu hoch, ne? Dann ist schon vorbei. Ich komme mir vor wie so ein Hoppelhase. Aber selbst die springen höher. Au. Oh. Nee, dann machen wir auf jeden Fall mit dem normalen Kram erstmal weiter, ne? Wollte nur mal sehen. Dachte, vielleicht haben wir ja Glück und schaffen das jetzt zufälligerweise. Wusste ich ja jetzt auch nicht, was dahinter steckt. Machen wir hier weiter, ne? Nee, nicht hier. Das war falsch. Hier. Hier machen wir weiter. Warum so mürrig? Ach. Bin gar nicht so mürrig. Oh, wieder Tauch-Action. Ja, da ist ja Globox eigentlich richtig passend zu. Es sieht bei Globox einfach am besten aus. Mit au, au, au. Aua. Gleich in die Falle getappt hier.
wollten noch da oben gucken, da ist auf jeden Fall auch noch was. Oh, außer... Ah, außer der Tod. Oh Freunde, jetzt wird's aber richtig schwer. Möchte es auf jeden Fall schaffen mit euch hier. Nicht hier irgendwie mittendrin irgendwie verzweifeln. Das wäre ein bisschen blöde. Aber gut, selbst wenn, aber gut, gehen wir mal nicht davon aus. Aber selbst wenn, dann ist es halt so. Kann ja auch mal beim Spiel passieren. Aber wie gesagt, davon möchte ich jetzt gar nicht ausgehen. Und gut, diese Zahnlevels, die sind noch eine Spur heftiger. Aber werden wir halt trotzdem auch versuchen hinzubekommen. Stück für Stück irgendwie. Ich möchte schon wissen, was die Promi-Tour da ist. Im Land der verlorenen Seelen. Kann ich da jetzt runter? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, ich riskiere es mal nicht, oder? Lieber nicht. Sieht auch nicht so aus, als wenn es da weiter runter geht. Aber man weiß es nicht, ne? Wir können es ja mal versuchen. Einfach nur, weil wir mutig sind. Ach, eine Münze. Okay. Aber seht ihr, manchmal wird Mut auch belohnt. Qualle. Nesselqualle. Wo habe ich wieder ein Handmeet gehört? Hier oben. Oh Gott. Schon wieder Mosquito Action. Seht ihr, da ist es, da trägt Blue Box die, der Mosquito trägt Blue Box so rum. Ach, das war ja einfach. Schon Angst gehabt hier. Yuppie! Super! Und weiter geht's. Ich habe mir auf jeden Fall gestern Metro geholt bei Steam. Beide Teile, also Metro 2033 und Metro Last Light. Beide Teile für 7 Euro. Finde ich ja richtig geil. Last Light kenne ich schon. Aber ein richtig saugeiles Game. Und das wollte ich mit euch eigentlich auch let's playen. Aber das funktioniert leider nicht mit meinem Rechner nicht. Schade eigentlich. Oh. Verdammt. Ja, wäre wahrscheinlich auch ein Riesenerlebnis Abenteuer geworden. Kann ich mir ja für später vielleicht nochmal aufheben, weil das ist auf jeden Fall. Das sind auch auf jeden Fall zwei coole Spiele. Den 2033er, den kannte ich noch nicht, den bin ich gerade am Spielen. Und der ist auf jeden Fall auch ganz gut. Eigentlich genauso gut wie Last Light.
Aber das Metro 2033, also mein Gefühl ist ein bisschen schwerer. Aber ja, hätte ich gerne auch mit euch Let's Played. Ego-Shooter. Oh weia, weia. Klobox, warum bist du so dick? Aber ja, funktioniert leider nicht. Aber Stalk. Vielleicht Let's Playen war dann mal stattdessen dann Stalker. Stalker finde ich auch ziemlich cool. Ja. Da war ich auch noch nie beim AKW. Also Stalker ist so ein Ego-Shooter rund um Tschernobyl, sag ich mal. Boah, was ist das? Oh ne, da kommt der. Jetzt ist Fieber. Muss ich mich beeilen. Boah. Rund um Tschernobyl und ja, auch ein Ego-Shooter mit, sage ich mal, ein paar Fantasy-Elemente. Finde ich. Und finde ich auch, gefällt mir auch total super. Auch wenn er jetzt ein bisschen älter ist als Metro. Aber vielleicht machen wir das ja mal. Also ein Ego-Shooter möchte ich auf jeden Fall auch mal dabei haben. Ja, damit einfach mal für jeden was dabei ist sozusagen. Also ich möchte mich nicht auf ein Genre spezifizieren oder spezialisieren. Oder ja, habe ich ja schon gesagt gehabt, ne? Also ich finde so gemischt besser, ne? Mal ein Ego-Shooter, mal ein Jump-Run lustiges und so. Das gefällt mir eigentlich so, ne? Damit so für jeden mal was dabei ist. Können auch mal irgendwann Sims spielen oder so eine Sachen. Oder SimCity. Das, da bin ich auch Fan von. Anno habe ich gesehen, gibt es jetzt auch einen neuen Teil. Muss ich euch ehrlich sagen, mit Anno habe ich noch nie Erfahrung gemacht. Von dem her, das wäre auch komplett neu für mich, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Oder wäre ja nicht so schlimm. Da würde ich dann auch mal was Neues kennenlernen. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls sind wir jetzt erstmal hier noch beschäftigt. Und South Park habe ich mir auch noch geholt. South Park, The Stick of Truth. Finde ich auch ziemlich genial. Habe ich aber auch nur angezockt. Bisher. Und ja. Könnten wir auch mal zusammen Let's Playen oder spielen. Macht bestimmt auch Laune. Jetzt kommt wieder die schummrige Musik hier. Wie frech. Also genug Ideen habe ich auf jeden Fall noch. Meine Fresse, ey. Soll ich die Dinger dann ausweichen? Der schwimmt doch gar nicht so schnell, der Globox. Kann ich es so machen? Juppa! Oh! Ah, das war nicht gut. Ich glaube, wenn die so stachlig sind, da können wir die nicht gewinnen.
aber erstmal hier das Spiel zu Ende machen. Finde ich ja auch, wie ich auch schon mal gesagt habe, besser, wenn ich mich hier auf ein Spiel konzentrieren kann, anstatt auf drei oder was weiß ich wie viel. Ist mir dann auch irgendwie ein bisschen zu viel. Deswegen machen wir das hier Spiel für Spiel sozusagen. Oh ja. Warum purzeln die so rum? Jetzt haben wir wieder diese Handschuhe. Oh, oh, da kommt jemand. Ich komme mir vor wie im Weltraum hier so ein bisschen. Aber es sieht einfach nur Hammer aus. Finde ich echt geil. Gefällt mir richtig gut. Yippie! /351? Das ist doch Weltrekord. Da haben wir auf jeden Fall wieder eine Auszeichnung oder einen Orden. Wie auch immer. Grummelnde Grotten. Wollen wir da nochmal vorbeischauen? Komm dann. Haben wir uns die wenigstens alle mal angeschaut. Und vielleicht haben wir ja Glück und können uns noch einen Zahn erobern sozusagen. Wäre ja nicht schlecht. Schauen wir mal. Schillernder Schatz. Aber gut, einfacher wird es nicht mehr werden, denke ich mal. Das kommt mir so bekannt vor, aber es ist doch ein bisschen was anderes. Oh, oh, nein. Zu spät. Einfach viel zu lange hier. Glowbox, du bist fett. Nimm ab. Mhm.
Achso, wir müssen vielleicht mit der Arschbombe auf die Bongos rauf. Dann... eine Bongo-Arschbombe sozusagen. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr überfliegen. Dann. Obwohl Fliegen ja auch nicht so schnell ist. Dauert viel zu lange, so wird das auch nichts. Naja, machen wir erstmal mit den normalen Levels weiter, würde ich sagen. Ne? Und wir wechseln jetzt mal die Figur nochmal, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Vielleicht haben wir auch eine neue noch dabei. Hier nehmen wir den. Oder ne, wir nehmen den anderen. Den mit dem Stoppelbart fand ich eigentlich auch ziemlich cool, aber den hatten wir hier, glaube ich, noch gar nicht. Die Frau hatten wir auch schon. Den König auch. Den Stoppelbart auch. Ja, lassen wir es so. Haben wir jetzt wenigstens nochmal ein bisschen Abwechslung drin. Finde ich ja auch richtig cool, dass man die Figuren wechseln kann. Unterwasserduell? Okay. Ach, ist wieder mit Mücke. Mit Moskito. So wie es ausschaut. Oh. Boah. Irgendwelche Urzeitwürmer. Riesige Urzeitwürmer. Wie komme ich jetzt hier durch? Oh Gott, ich dachte schon. Da müssen wir also nicht bleiben. Auf jeden Fall versuchen jetzt im Licht zu bleiben hier wieder. Oh, au.
Moor. Hat auch gut Action drin dabei, finde ich, das Spiel. Also sind auf jeden Fall oft Szenen auch dabei, wo man das Schwitzen bekommt, sozusagen. Oh, schon durch. Okay. Jeppa! 200, naja. Okay. Hier müsste ja auf jeden Fall auch noch mein Endboss dann auftauchen. Drüben. Was ist das? Ein Drache oder was soll das sein? Vorsicht vor dem Mini-Muren. Murene? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich kenne mich mit Wasserzeug sowieso nicht so gut aus. Ach so, okay. Jetzt weiß ich, was Muren sind. Na komm schon. Ja, richtig gefräßig. Gar nicht mal so einfach hier. Lumps einsammeln, schnell sein, auf Stacheln achten und diese komischen Viecher. So ein bisschen wie bei Prinz auf Persia mit dem Dahaka, ne? Aber gut, reden wir nicht über Prinz of Persia. Wir sind jetzt hier bei Rayman. Und nur das hier. Oh Mann. Voll schwer. Nicht, dass das Endboss-Level dann auch so ist. Kommen die jetzt immer noch? Hälfte verpasst, aber naja, was soll ich machen? Wenn man sich hier so beeilen muss. Hier scheint es jetzt nicht mehr so zu sein. Ist wieder schön schädlich. Aua. Schweinepriester. Oh Gott. Das war gemein. Hat mich doch nochmal erwischt.
so, von denen kann man sich auch Looms holen. Finde ich auch ziemlich cool. Oh Gott, was ist das denn? Wo bin ich denn? Ist das hier Pac-Man oder was soll das sein? Sowas in der Art ist so bestimmt. Gut, könnte auch Snake sein, aber ich glaube, Pac-Man ist der bessere Vergleich. Ja. Ah, verdammt. Genau reingerannt. Weil ich gehofft habe, er geht da unten lang. Ja. Achso, ich darf auch nicht an den Körper rankommen. Oder? Sieht so aus, ne? Kann ich nochmal kurz testen. Ja. Dürfen wir nicht reinkommen an den Wurmkörper? Okay. Weg hier. Ist ja nur noch der eine hier. Ja gut. Und weiter geht's. Was? Mit dem Moskito haben wir die aber kaputt bekommen, die... die Quallen, ne? Na gut. Da oben ist auf jeden Fall nochmal eine Münze. Auf jeden Fall schöne Badewannenmusik, oder? Also, wenn es in der eigenen Badewanne auch so chillig wäre wie hier, das wäre schon manchmal cool. Aber gut, ich meine natürlich ohne die fiesen Monster. Also so eine Quallen möchte ich nicht in der Badewanne haben. Aber die Mucke ist irgendwie cool. Die Musik, entschuldige dich bitte. Kann man bestimmt gut abschillen in der... Mann, in der Badewanne. Meine Güte. Gleich wieder von vorne hier alles. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Boxhandschuhe, ne? Aber das hat uns jetzt beim ersten Mal schon mal nichts gebracht. Oh. Ist halt immer so ein bisschen problematisch, wenn man hier so oft stirbt, dann muss man immer alles neu einsammeln. Oh. Das haben wir schon mal einmal vergeigt. Schlecht.
schon, help. Komm, hau ab. Komm, lass mir in Ruhe. Sind einfach viel zu viel von diesen Dingern gewesen. So, und wo kommt das Help jetzt her? Ach so, hier wahrscheinlich. Genau. ja. Oh Gott. Meine Fresse. Gut, dass das Spiel mal so noch ein bisschen zwischenspeichert. Oh. Wenn das immer nur von Anfang wäre, also das wäre glaube ich auch ein bisschen zu schwer. Oh. Man kann sich auch nicht so schnell umdrehen, ne? Auch so ein bisschen problematisch. Freunde, was ist das? Was hat das für einen Zweck? Man ärgert sich doch nur grün und blau, Mann. Aber gut. Sollte ärgern, tue ich mich jetzt auch noch nicht. Nur einfach so. Das ist schwierig. Am besten gleich erstmal darüber. Da sind wir auf jeden Fall erstmal wieder safe dann. Ah. Von da drüben dann alle kaputt machen. Ist glaube ich ein bisschen sicherer. Ich komme mir vor wie so kleiner Guppi oder so. Komm jetzt hin! Nein! Oh Mann. So ein kleiner Goldfisch, oder? Anja Guppi war schon gut. Gut gesagt. So, so ein kleiner Wasserfloh oder so. Ah, ich habe gar nicht gesehen, wo ich war. Mann, ich will jetzt den Käfig haben, Freunde. Kann doch nicht so schwer sein hier. Einen beschissenen Käfig zu holen. Ich will auf jeden Fall erstmal wieder rüber. Oh. Oh Mann, dieses Scheißvieh. Oh Gott. Mann, man kann auch nirgendwo hin, ey. Das ist echt schlimm. Wer denkt sich bloß so eine Levels aus, echt? Das ist doch nicht mehr artgerecht, ey. Komm, den einen noch. Und jetzt schneller rein. Oh, Gott sei Dank.
Gut, weiter abchillen hier. Rücken schwimmen. Oh. Sind auch so gut getarnt, die Viecher. Oh, da ist noch eine Minze. Wollen wir die noch? Die versuchen wir uns noch zu holen. Ja gut. Das war jetzt kein Problem. Aha. Selbst dran schuld. Oh, oh. Ich mach lieber ein bisschen langsamer. Die Würmer sind schon ein bisschen scheiße. Weil man weiß gar nicht so richtig, wo die hinwollen. Da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Oh! Oder? Können wir dagegen schlagen? Ich weiß nicht. Ist ja jetzt auch schon länger her, dass wir der mit den Dingern Bekanntschaft gemacht haben. Auf jeden Fall hier unten das Herz müssen wir uns auf jeden Fall holen. Hier die Lumpseinsammlung auch. Wie gesagt, ich finde es schwer, weil ich weiß gar nicht, wo die hinwollen, die Viecher hier. Oh, da ist noch so eine Ansammlung. Oh, verdammt.
Da war wieder der Kirschengong. Vorhin ist er nämlich nach oben dann, ne? Voll gemein. Und hier kommt jetzt noch so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt einen bestimmten... Ne, da kann ich schon nicht gegenschlagen, oder? Kann ich jetzt nicht versuchen, hier mich durchzumuscheln? Boah. Hier, von hier aus kann ich gegenschlagen. Lassen die mich wenigstens in Ruhe hier, die Würmer. Und wir haben die Münze noch. Oh nein! Oh, ey, das ist aber unfair. Kurz vorm Ausgang, okay. Machen wir jetzt aber nochmal genauso. Müssen wir ja eh machen wegen der Münze. Aber da haben wir wenigstens auch ein bisschen Ruhe. Alles gut. Alles wird gut. Weiß auch gar nicht, ob die jetzt irgendeinen Pfad folgen. Oder ob die eher sich an uns orientieren. Diese Mistviecher. Aber auch noch einer. Naja, jetzt ist er weg. Schade. Oh Mann! Verdammte Axt. Sind da nur ein paar beschissene Würmer hier. Ja, so eine Würmer möchte ich auch nie in der Badewanne haben. Also das habe ich nicht gemeint, aber so hier dieses chillige Rumschwimmen und diese coole Musik. Das wäre doch echt cool in der Badewanne. Nee, aber die Würmer möchte ich auch nie haben. Genau die Richtung, wo ich hin wollte. Sind wir unser Herd schon mal wieder los? Aber ist nicht so schlimm. Gibt's eben auch mal ein paar Levels, wo man sich ein bisschen durchboxen muss oder durchkämpfen muss. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches für ein Jump-Run-Spiel.
So, jetzt passe ich hier mal genau auf. Am besten, bis das Viech sich verpieselt. Was es natürlich nicht macht. Hm. Oh, was? Ey, es ist so ein Scherz. Ja, das ist immer das Problem, man muss alles wieder von vorne einsammeln. Natürlich doof, dass der eine Wurm jetzt hier, der zweite, genau da vor den Ausgang lauert und auch nicht weg möchte, oder? Muss ich jetzt genau gucken hier. So. Puh. Noch mit Wurm. Gut, der hat jetzt unsere Arbeit erledigt. Und schlecht. Oh. Was? Yippee! So knapp. Moräne aus der Tiefe. Oh, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ihr habt ja gehört, der Kirchengong hat ja schon geläutet. Und deswegen mache ich hier eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann besiegen wir hoffentlich den Endboss und dann haben wir alle vier königlichen Hoheiten befreit und dann wollen wir mal sehen, wie es dann hier weitergeht. Ich habe nach wie vor überhaupt keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall immer noch lustig. Ist auf jeden Fall schwieriger jetzt geworden, aber kann man noch spielen, sage ich mal. Habe ich schon schwierige Jump'n'Runs gespielt. Auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei der 15. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und abonniert mich ruhig. Lasst mir ein Like da. Oder kommentiert auch gern was. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss.